Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels 2021. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und ich freue mich, dass Sie alle hier sind, entweder hier im Haus des Buches oder angeschlossen über unseren Livestream. Der Buchmarkt in Zeiten der Pandemie, eine Zwischenbilanz, haben wir diese Pressekonferenz überschrieben. Als wir vor einem Jahr uns hier getroffen haben, sogar am selben Tag mit Maske und viel Abstand, hätte wohl niemand gedacht, dass wir ein Jahr später immer noch so aktuell über Corona sprechen und auch nur von einer Zwischenbilanz. Denn auch wenn überall im Alltag mehr Normalität einkehrt, die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Und auch auf dem Buchmarkt haben wir noch längst keinen Normalzustand erreicht. Ich freue mich sehr, aber auf jeden Fall, dass wir hier in Präsenz MedienvertreterInnen hier haben können, natürlich geimpft, genesen und getestet. Und ich freue mich über die vielen ZuschauerInnen aus Medien und Branche, die uns über den Livestream verfolgen. Ich begrüße Sie alle, auf welchem Kanal auch Sie heute dabei sind. Ja, ich möchte Ihnen zunächst das Podium vorstellen. Und da fällt auf, dass nicht alle hier sind, die angekündigt sind. Leider hat unsere Vorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs eine Sommergrippe ereilt. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht hier sein kann. Wir schicken Grüße nach Mainz und sagen gute Besserung. Umso mehr freut es mich, dass ich nicht alleine hier bin, sondern Alexander Skipis da ist, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Guten Es Tag. ist auch sein letztes Mal, da er Ende 2021 in den Ruhestand geht. Herr Skipis, dann können Sie sich heute noch mal richtig austoben. 16 Monate Corona-Pandemie in Deutschland, mehrere Shutdowns, in denen die Buchläden in fast allen Bundesländern geschlossen waren, Buchmessen, die ausgefallen sind, Literaturfestivals, Lesungen, alles abgesagt. Was hat das mit dem Buch gemacht? Wie hat sich diese Ausnahmesituation auf Buchhandlungen und Verlage ausgewirkt? Und wie geht es jetzt weiter? Also welche Perspektiven gibt es für die Branche? Dem wollen wir uns heute widmen. Wir haben dazu viele Zahlen und Einschätzungen für Sie mitgebracht. Und wir freuen uns auch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, eben auch Ihre Fragen zu beantworten. Ja, wie geht das mit dem Fragenstellen? Die JournalistInnen hier im Saal können später nach der Präsentation hier im Saal ihre Fragen stellen. Dazu haben wir ein Mikro aufgestellt, an das Sie bitte gehen und auch bitte erst dann sprechen, wenn Sie dran sind, damit auch die ZuschauerInnen vom Livestream mithören können. Für alle, die uns nicht hier verfolgen, sondern auf dem Livestream, können Sie direkt unter dem Livestream eine Frage eintippen oder Ihre Fragen und wir werden Sie dann hier einfließen lassen. Sie können das auch jetzt schon tun oder während der Präsentation und wir werden Sie dann sammeln und später beantworten. Bitte geben Sie immer auch an, für welches Medium Sie schreiben, damit wir eben wissen, genau, für wen Sie da sind. Ab 12 Uhr finden Sie auch alle Unterlagen auf unserer Seite www.börsenverein.de/Buchmarkt zum Abruf und auch nochmal den Livestream zum Nachgucken. Und wenn Sie sich dann über den Sommer noch vertiefen wollen, erscheint am 5. August wieder Buch und Buchhandel in Zahlen, das große Zahlenwerk, das Sie als MedienvertreterInnen auch zugeschickt bekommen. Ja, dann starten wir. Herr Skipis, können Sie uns am Anfang vielleicht einen kleinen Überblick geben? Also wie ist es dem Buch und dem Buchmarkt in der Pandemie ergangen? Haben die Menschen, die jetzt viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben, die Zeit zum Lesen genutzt? Und wie sind die Buchhandlungen und Verlage durch die letzten 16 Monate gekommen? Ja, gerne. Vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen zu der Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch ein bisschen physisch sehen. Es ist noch ein bisschen eine komische Situation mit Hybrid und physisch, aber ich glaube, wir haben das schon in der letzten Zeit ganz gut gelernt. Zuerst möchte ich natürlich noch mal ganz herzlich unsere Vorsteherin des Börsenvereins grüßen. Liebe Karin, es ist sehr schade, dass du jetzt nicht hier bist, aber wir wünschen dir noch mal alles, alles Gute und dass diese Grippe schnell vorbeigeht. Jetzt einen kleinen Überblick zu geben, ist nicht so ganz einfach, weil wir in einer relativ schwierigen Situation sind. Aber was man sagen kann, ist, dass die Zeit 2020 und auch das erste Halbjahr Lichtseiten, aber auch Schattenseiten hat. Und diese
Schattenseiten sind aus unserer Sicht allerdings temporär und rein pandemiebedingt, sodass wir mit großem Optimismus und Zuversicht in die Zukunft gehen, weil wir gelernt haben, dass in dieser Pandemie gerade deutlich wurde, wie sehr das Buch in der Gesellschaft verankert ist. Die Nachfrage nach dem Buch ist enorm groß. Und obwohl wir mit viel, und auf diese Zahlen werde ich dann noch kommen, mit viel Onlinehandel die Menschen mit Büchern versorgen konnten, haben diese Menschen dann, als die Buchhandlungen geöffnet werden konnten, die Buchhandlungen geradezu gestürmt. Und das zeigt uns, dass die Kombination aus physischem Handel vor Ort, aus Beratung, aber auch als einen Ort des Austausches und der Diskussion in der Kombination mit dem Onlinehandel genau das ist, was eigentlich die Menschen wollen. Und das stimmt uns sehr, sehr optimistisch. Und da würde ich dann später noch mal gerne näher darauf eingehen, was alles die Buchhändlerinnen und Buchhändler vor allen Dingen gemacht haben, welche Kreativität sie an den Tag gelegt hatten, welches Engagement in der gesamten Branche da war, um das, was wir tun wollen, nämlich Bücher zu den Menschen zu bringen, auch tatsächlich gelingt. Denn für uns ist es wichtig, dass wir das, was wir tun, Bücher machen, Bücher verkaufen und Bücher zu den Menschen bringen, ist unser Beitrag letztendlich für eine freie, demokratische und vielfältige Gesellschaft. Das ist unser Anspruch. Und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass während der Pandemie wir eine hohe Wertschätzung durch die Politik erfahren haben, nämlich indem gesagt worden ist, die Bücher gehören zum täglichen Bedarf der Menschen. Und das war auch der Grund, warum wir als Erste wieder öffnen durften, weil das eine Grundversorgung für die Gesellschaft ist. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, denn dass diese Würdigung der Politik bedeutet uns sehr viel. Zu den Lichtseiten gehört weiterhin, dass wir vom Umsatz her sogar stabil geblieben sind in 2020. Wir haben ein leichtes Plus von 0,1% im Vergleich zu 2019, einem Nicht-Corona-Jahr. Da werde ich aber bei den Schattenseiten noch darauf eingehen, dass genau das mit viel Aufwand erkauft und erworben worden ist. Von allen Dingen viel Aufwand bei den Buchhandlungen. Und wenn man bedenkt, dass die Buchhandlungen im letzten Jahr mit einem Minus von 9% abgeschlossen haben, erkennt man auch daran, dass der Umsatz zwar stimmte, aber das Ergebnis so nicht. Darauf werde ich auch noch einmal näher zu sprechen kommen. Ja, vielleicht soweit erstmal ein Überblick über die Situation. Ja, vielen Dank, Herr Skripis. Genau, Sie haben schon gesagt, wir gehen gleich ins Detail und das wollen wir jetzt auch machen. Sie haben gesagt, die Menschen lesen mehr. Können Sie uns das in Zahlen nochmal näher erläutern? Ja, also die Verankerung des Buches, das kann man auch auf diesen Chart sehr gut sehen. 25% der befragten Leserinnen und Leser haben gesagt, wir haben viel mehr oder mehr in dieser Zeit gelesen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir ja in einem sehr starken Wettbewerb stehen, wie beispielsweise hier mit den Streamingdiensten, dass wir trotzdem Terrain gewinnen können, weil die Menschen das Buch offensichtlich wegen der Information, wegen der anspruchsvollen Unterhaltung und vielleicht auch einfach wegen der Zerstreuung ganz besonders schätzen. Und da sind wir mit 25% sehr, sehr gut dabei, denke ich. Sie sehen beim Fernsehen beispielsweise, gibt es eine Steigerung von 30%, beim Streamingdienst um 49%. Aber da können wir uns, was das Buch angeht, schon relativ positiv anrechnen. Und wenn Sie auf der nächsten Seite sehen, wie sich das verteilt, wer mehr liest, dann ist das vielleicht überraschend, dass gerade in der Alterskategorie 10 bis 29 Jahren die Aussage sogar über 34 bzw. 32% ist. Das zeigt uns, dass das Buch auch gerade in dem jungen Sektor sehr, sehr gut vertreten ist. Und das ist ein Punkt, von dem ich vorhin sprach. Das macht uns sehr optimistisch für die Zukunft, weil wir erkennen, dass auch in solchen Situationen wie dieser Krise wir mit dem Buch eine passgenaue Antwort für die Menschen geben, das, was sie suchen. Ja, die Menschen lesen also mehr. Nachfrage war sehr groß. Wie schlägt sich das jetzt in der Entwicklung der KäuferInnen nieder und was natürlich auch wirtschaftlich eben sehr interessant ist, in den Kassen der Buchhandlungen und Verlage?
Können Sie uns die Marktzahlen jetzt ein bisschen genauer ausführen? Ja, da sehen Sie jetzt auf dem nächsten Chart die Entwicklung der Käuferinnen von 2011 bis 2020. Sie sehen, dass wir kontinuierlich Käuferinnen verlieren. Das ist keine schöne Situation und wir arbeiten sehr stark dagegen. Wir haben das aufgedeckt mit einer Studie, Quo Vadis hieß sie damals, bei der erkennbar war, in welchen Größenordnungen wir Käuferinnen verlieren. Wir haben das dann durch umfangreiche Befragungen nachgehakt, woran liegt das eigentlich? Und einer der ganz großen Gründe war der, dass den Käuferinnen und Käufern die Orientierung fehlt. Sie finden nicht richtig zum Buch, weil wir ihnen nicht die richtigen Begriffe an die Hand geben, mit denen sie suchen können. Und das erarbeiten wir gerade, das wird jetzt bald auf den Markt kommen. Das ist ein neues Orientierungssystem. Aber jetzt, was die Pandemie angeht, ist zu sehen, dass wir in diesem Jahr so gut, also relativ wenig, 400.000 Käuferinnen verloren haben. Und das ist ein sehr geringer Rückgang im Vergleich zu den letzten Jahren. Auch das ist für uns ein Beleg, dass wieder Leute zum Buch zurückgekehrt sind und gesagt haben, wir wollen uns mit dem Buch beschäftigen und als Käuferinnen und Käufer dann eben auch ein Buch kaufen. Und auf der nächsten Seite sehen Sie, wie die Kaufintensität in dieser Frage war. Da können Sie sehen, dass bei denjenigen, die 3 bis 4 Bücher kaufen, also das mittlere Segment, das rosa Segment, wir 500.000 verloren haben. Aber in dem unteren Segment, das heißt also diejenigen, die ohnehin schon 5 und mehr kaufen, wieder hinzugewonnen haben, 200.000. Also es hält sich so in etwa die Waage. Wenn ich jetzt auf dem nächsten Chart zum Umsatz der Buchbranche komme, dann sehen Sie, dass wir am Ende des Jahres 2020 mit diesem leichten Umsatzplus von 0,1% liegen. Und das ist vor dem Hintergrund, dass über einen Monat im letzten Jahr die Buchhandlungen geschlossen waren, vor diesem Hintergrund und von dieser Aufholjagd, von der ich vorhin sprach, Menschen kamen und stürmten sozusagen die Buchhandlung, als wir geöffnet hatten, aus meiner Sicht schon eine kleine Sensation, dass wir es geschafft haben, dieses Minus auszugleichen. Und zwar bis zum Ende des Jahres sogar mit einem Plus von 0,1%. Dahinter stecken aber, wie wir auf der nächsten Seite sehen, unterschiedliche Erfolge in den Vertriebswegen. Das rechte Segment, das dunkelrote, ist das Segment des Sortimentsbuchhandels. Es werden immer noch 42% des gesamten Umsatzes über Buchhandlungen abgewickelt. Und das hat auch seinen Grund, weil Buchhandlungen das Schaufenster der Bücher und der Branche ist. Und da haben wir ein Minus von 9% zu verzeichnen. Das ist für die Buchhandlungen sehr bitter. Und deshalb haben auch Hilfeleistungen, insbesondere von der Staatsminister Monika Grütters, die uns und den Buchhandel vor allem, aber auch die Verlage sehr stark unterstützt hat und auch noch unterstützen wird, sehr, sehr geholfen, diese Delle sozusagen halbwegs zu egalisieren. Und das ist auch der Grund dafür, was ich vorhin einleitend sagte, das sind diese Schattenseiten, die aber aus unserer Sicht temporär sind, weil sie ausschließlich pandemiebedingt sind. Ohne die Pandemie hätte das mit Sicherheit völlig anders ausgesehen. Die Gewinner dieser ganzen Situation ist der Onlinehandel. Der Onlinehandel hat zugenommen mit 20,9%. Wenn man da aber mal genauer reinschaut, dann sieht man, dass der Onlinehandel durch die Buchhandlungen um 27,2% gestiegen ist und der des großen Onlinehändlers Amazon, der ungefähr die Hälfte des Onlinehandels in Deutschland abwickelt, nur um 7,2%. Auch das zeigt uns, dass ich eingangs sagte, die Kombination aus einer physischen Buchhandlung und dem Onlinehandel ist offensichtlich das, was die Menschen so sehr anzieht. Dann würde ich gerne noch mal den Buchhandel auf dem nächsten Chart etwas genauer beleuchten. Hier sehen Sie noch einmal, wie wir nach der Öffnung ab KW17 im letzten Jahr kontinuierlich unser Umsatzminus aufgeholt haben. Und bis zum zweiten Lockdown in der KW 51 hatten wir schon fast alles
wieder zurückgeholt, bis es dann zum zweiten Lockdown kam. Und da sind wir jetzt, der letzte Punkt in dieser Linie, das sind die -9%, von dem ich vorhin sprach, dass wir im ersten Halbjahr bei den Buchhandlungen, nicht im ersten Halbjahr, sondern dass wir ein Minus von -9% am Ende des Jahres 2020 hatten. Und wenn wir diese Linie jetzt weiter zeichnen würden, bis zum jetzigen Zeitpunkt, also Ende Juni, dann würde die Linie weiter nach unten gehen und bei -22,9% stehen. Das ist im Moment die Wahrheit des Sortimentsbuchhandels, in der er sich befindet. Und wir werden jetzt natürlich wieder nach der Öffnung der Buchhandlung begann schon die Aufholjagd wieder. Und die Frage ist, ob wir das dieses Jahr schon ganz schaffen werden oder nicht. Die kann ich nicht beantworten. Wir sind zwar optimistisch, aber es ist schwer zu beantworten, ob das tatsächlich so sein wird. Ja, das ist der Buchhandel. Auf dem nächsten Chart sehen Sie noch einmal die Entwicklung des Online-Shops, des Online-Handels. Das sagte ich eben. Die buchhändlerischen Online-Shops haben ein Plus von 27,2% erreicht, Amazon lediglich 7,2%. Ich kann es mir nicht verkneifen, das auch mal ganz deutlich zu sagen. Amazon hat ja, sobald die Pandemie begann, sofort die Priorität von Lieferung von Büchern von 1 auf 3 zurückgestuft, um mehr Klopapier etc. zu verkaufen. Und ich muss mal sagen, ganz deutlich sagen, der Partner der Menschen, die Bücher suchen, ist der örtliche Buchhandel mit seinen Online-Shops. So, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen zu sagen. Interessant ist jetzt auch, wie es um die E-Book-Entwicklung steht. Ich weiß, dass zum Teil unsere Zahlen, was die E-Book-Anteile am Umsatz angeht, angezweifelt werden. Das konnten wir gerade neulich in der FAZ lesen. Da gehe ich jetzt erstmal nicht darauf ein, sondern wollte erstmal nur die Zahlen darstellen. Sie sehen den Unterschied zwischen 2019 und 2020, ist das um 16,2% gewachsen. Aber wenn Sie den prozentualen Anteil am Umsatz sehen, bedeutet das von 5% auf 5,9%. Und das ist, sag ich mal, ein relativ niedriges Niveau. Und unsere Zahlen basieren auf Erhebungen von Befragungen und Media Control, beziehungsweise, ja genau, Media Control. Also wir haben eine halbwegs gesicherte Datenbasis. Und diejenigen, die offensichtlich gar nicht wahrhaben wollen, dass das so ist, behaupten dann anderes. Ich kann mich jetzt nur, oder wir können uns jetzt nur auf die Zahlen stützen, die wir über unsere Marktforschung ermittelt haben und von denen ich ausgehe, dass sie auch die Situation genau beschreiben. Das unterstützt uns in etwa auch durch andere, die solche Erhebungen machen, die bei ähnlichen Zahlen landet. Vielleicht noch ein kleiner Blick rein in die Entwicklung des E-Books jetzt im Zeitstrahl 2020. In Q2, also zweites Quartal 2020, haben wir eine Steigerung bei den E-Books um 38,9% gehabt, im Q3 um 32,2%. Und als dann sozusagen wieder die Buchhandlungen geöffnet hatten und ihre Arbeit gemacht hatten, waren wir beim Q4 dann nur noch bei einem Plus von 0,7%, sodass sich das dann insgesamt saldiert auf eine Steigerung von 16,2%. Spekulationen darüber, warum das so ist, würden sich eigentlich erübrigen. Ich kann nur sagen, man sollte das einfach völlig ideologiefrei zur Kenntnis nehmen, dass ganz offensichtlich das Printbuch einen höheren Nutzen bei den Kunden, weil sie es nämlich kaufen, hat als das E-Book. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Auf der nächsten Seite sehen Sie das nochmal mit anderen elektronischen Medien. Das waren also die E-Book-Downloads, die ich Ihnen gezeigt hatte. Die Hörbuch-Downloads sind gestiegen. Insgesamt sind die Buch-Downloads eben um 19,3% gestiegen, auch in den Abonnements, also in den Streaming-Angeboten oder Flatrate-Angeboten, sehen Sie da die jeweiligen Steigerungen. Ja, so, vielen Dank. So viel zum Jahr 2020, genau. Ja. Vielleicht sollten wir da mal Fragen erstmal. Wir machen erstmal kurz noch weiter und dann gesammelt. Ich habe nämlich noch keine Fragen im Chat, deswegen machen wir das gebündelt am Schluss. Okay.
Ja, das war jetzt 2020. Jetzt sind wir schon im Juli 2021 und haben vorgestern auch von den Marktforschern die ersten Zahlen für das erste Halbjahr reinbekommen. Und deswegen, wie sieht es jetzt aus nach einem Halbjahr, das dadurch gekennzeichnet war, dass die Buchläden tatsächlich doppelt so lange geschlossen hatten wie im letzten Jahr? Was hat das mit dem Markt gemacht? Ja, auch keine einfache Frage, denn wenn ich einfach Zahlen nenne, muss ich dann immer sagen, ja, aber das sehen Sie jetzt auf dem nächsten Chart. Wenn man 21 erstes Halbjahr mit 20 vergleicht, dann liegen wir im Sortimentsbereich nur in Anführungsstrichen 10,5% darunter und im Gesamtumsatz, also alle Absatzwege, bei einem Plus von 4,9%. Das ist allerdings kein Wunder, weil das Jahr, das vergangene Jahr natürlich verheerend war. Viel aussagekräftiger ist die Grafik auf der rechten Seite. Und da zwar vergleichen wir da das erste Halbjahr 21 mit dem von 19, also einem in Anführungsstrichen Normaljahr. Und da sehen Sie jetzt die Dramatik, die ich schon bei der Chart gezeigt hatte, wie es bei den Buchhandlungen sich entwickelt hat. Da stehen wir jetzt bei 22,9% minus. Und auch der Gesamtumsatz bei minus 3,7%. Der Lockdown in diesem Jahr war doppelt so lang wie der im vergangenen Jahr. Und wir haben erst viel später nach der Öffnung mit dieser Aufholjagd wieder beginnen können. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wie dieses Jahr jetzt verlaufen wird. Aber vor dem Hintergrund, dass diese ganzen Einbrüche ausschließlich pandemiebedingt sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von diesen positiven Dingen, die ich vorhin nannte, das Engagement der Buchbranche, die Anerkennung in der Politik und die Verankerung des Buches in dieser Gesellschaft zeigen uns und das bewährte, die bewährte Kombination aus physischem und Online-Geschäft zeigen uns, dass wir eine große Chance haben, aus der Pandemie heraus gestärkt zu kommen. Und davon gehe ich auch aus, dass sich dieses Jahr auch entsprechend entwickeln wird. Ja, das ist die Halbjahresbilanz sozusagen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächstes Jahr wissen wir es auf jeden Fall. Jetzt noch vielleicht ein Blick zu den Verlagen. Wie sind die durch das letzte Jahr gekommen? Was waren da vielleicht Gewinner, was Verlierer? Und sind vielleicht auch Titel gar nicht erschienen, wie wir es vor einem Jahr befürchtet haben? Ja, die Situation ist sehr durchwachsen auf dem Verlagsmarkt und auch relativ schwer statistisch zu greifen. Was wir genau wissen, ist, wie sich die Warengruppen entwickelt haben. Das sehen Sie jetzt auf diesem Chart. Und die beiden roten Balken sind die Gewinner in dieser Zeit. Kinder- und Jugendbücher sind enorm durchgestartet mit plus 4,7%. Und Sie sehen auch in 21 setzt sich diese Erfolgsstory fort. Und in den Naturwissenschaften, Fachbüchern etc. Ist auch eine kleine Steigerung zu verzeichnen. Große Verlierer sind natürlich, aber das ist auch wieder, wie ich vorhin sagte, pandemiebedingt, die Reiseliteratur, die gesamte Reiseliteratur. Die Lust am Reisen, wenn man es nicht machen kann, ist offensichtlich relativ gering, was durchaus nachvollziehbar ist. Das hat in diesem Verlagssegment schwere Einbrüche bedeutet. Denn es ist auch klar, dass die Bücher, die jetzt im letzten Jahr auf dem Markt waren, in diesem Jahr ja nicht mehr verkäuflich sind. Das heißt also, das ist eine ganze Produktion, die da mehr oder weniger liegen geblieben ist. Und das hat dieses Segment bei uns sehr, sehr stark getroffen. Ansonsten, wie gesagt, durchwachsen. Die Belletristik ist relativ stabil mit einem leichten Minus von 1,6%. Aber da gehe ich davon aus, dass das sozusagen nichts mit der Pandemie, also generell mit der Pandemie zu tun hat, dass es insgesamt zurückgegangen ist, aber nichts Spezifisches. Ja, und auf dem nächsten Chart sehen Sie die Titelproduktionen. Das heißt also Erstauflagen im Jahr 2020. Die sind leicht gesunken um 1,7%. Aber die Kausalität mit der Pandemie daherzustellen, wage ich nicht, weil das meistens schon Planungen sind, die im Vorjahr begonnen haben. Aber was man sagen kann, ist, dass viele Verlage die Erscheinung von Büchern verschoben haben und manche Bücher nicht gemacht haben. Und das bedeutet natürlich einen gewissen Verlust an Vielfalt auf diesem Markt.
Das ist eine Auswirkung der Pandemie. Und deswegen waren ja auch die Hilfsprogramme von der Kulturstaatsministerin extrem hilfreich, weil da genau Unterstützungen für die Produktion von Titeln gegeben worden sind, damit Titel erscheinen können. Das wird sich jetzt auch in diesem Jahr auswirken. Und auf der Buchhandlungsseite Buchhandlungen unterstützt worden sind, die in dieser schwierigen Situation, wie ich es dargestellt habe, sind. Auf dem nächsten Chart sehen Sie noch Übersetzungen ins Deutsche. Das heißt also Erstauflagen in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Die sind signifikant abgesunken. 6,5%, da kann man nicht drum diskutieren, das ist relativ wenig. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, wir wissen nicht warum. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht pandemiebedingt. Möglicherweise hat es etwas damit zu tun, dass Messen nicht stattgefunden haben und der Lizenzhandel nicht so richtig im Laufen war. Aber das wäre eigentlich reine Spekulation. Der Lizenzverkauf ins Ausland, also das wäre dann sozusagen gleich eine Widerlegung, wenn wir sagen würden, vorher war es pandemiebedingt und hier ist es jetzt nicht pandemiebedingt, schwer zu sagen, sinkt um 1,9%. Ich glaube, das kann man jetzt einfach erstmal nur so zur Kenntnis nehmen. Ja, vielen Dank. Sozusagen jetzt nach den Hard Facts zum Abschluss. Wie geht es denn jetzt weiter? Ein sozusagen herausforderndes Jahr 2021. Wir sind noch nicht über den Berg. Welche Herausforderungen stellen sich jetzt für die Branche, um da jetzt wieder rauszukommen? Ja, es ist natürlich nicht nur die Umsatzlücke zu schließen, das ist völlig klar, sondern ich glaube, die Chance, die wir jetzt haben, ist, nachdem die Verbindung zwischen Käuferinnen, Leserinnen und Buchhändlerinnen so eng geworden ist in dieser Zeit, dass wir das weiterentwickeln können. Das heißt, die Kundennähe wird weiter ausgebaut. Wir werden den Onlinehandel intensivieren. Und es ist ja auch interessant, dass wir 1 Million neue Online-Kunden gewonnen haben. Die Menschen haben jetzt gesehen, dass man auch online in der Buchhandlung bestellen kann. Und diese Kombination scheint enorm erfolgreich zu sein. Also auf diesem Wege werden wir weitergehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich große Herausforderungen für die Verlage. Die Pandemie hat Fragen in dieser Gesellschaft aufgeworfen, die diskutiert werden. Und wir wissen, dass jede Frage, die diese Gesellschaft in irgendeiner Form betrifft oder diese Welt betrifft, in Büchern ihr Abbild finden. Und das wird auch eine große Chance sein, thematisch das Thema Pandemie nicht unter dem Gesichtspunkt, war es jetzt gut, dass wir geimpft worden sind oder nicht, sondern unter dem Gesichtspunkt, was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung der Gesellschaft? Was sind die großen Fragen? Ist das, was wir hier an Wirtschaftssystemen haben, an Globalisierung haben, noch die wirkliche Antwort in einer postindustriellen Gesellschaft? Also das ist, sage ich mal, ein riesiger Fundus an Themen, der vor uns steht. Und das ist Aufgabe der Verlage, mit den Autorinnen und Autoren das zu erschließen. Die weitere Herausforderung ist, das sprach ich jetzt schon ein paar Mal darüber, das ist, sage ich mal, die wirtschaftliche Problematik vor allen Dingen bei den Buchhandlungen abzufedern. Wir wissen, dass die Staatsministerin Monika Grütters auch jetzt noch ein Programm auflegt für die Buchhandlungen, um ihnen damit zu helfen, wofür wir extrem dankbar sind, weil ohne diese Hilfen hätte es diese Branche sehr, sehr stark getroffen. Sie wissen, dass die Umsatzrendite in dieser Branche sehr gering ist. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass kleinste Schwankungen im Ergebnis die Frage stellen, kann ich noch meine Miete zahlen, kann ich noch das bezahlen? Also insofern ganz, ganz wichtig. Und ein Punkt, den die Pandemie so wie unter einem Brennglas sichtbar gemacht hat, ist die Funktion von Innenstädten und die Situation von Innenstädten. Die Innenstädte nehmen zunehmend an Attraktivität ab. Die Gleichförmigkeit von Geschäften in Innenstädten langweilt. Es ist auch keine große Attraktivität mehr da, in diese Innenstädte zu gehen. Und da würden wir gerne anbieten, zusammen mit der Politik, mit den Kommunen, mit den Ländern und mit dem Bund, eine Überlegung anzustellen, wie wir diese Situation verändern können. Und wir können anbieten,
ein filigranes Netz von über 5000 Buchhandlungen in Deutschland, die jede für sich ein kultureller Ort sind. Das können künftige Magnete einer Innenstadtbelebung, aber auch einer ländlichen Raumbelebung sein. Wir könnten diese Buchhandlungen ausbauen zu kulturellen Ereignisorten, in denen mehr stattfindet als das, was wir jetzt schon machen, also Lesungen und Diskussionsveranstaltungen. Sie könnten auch Orte der Kultur werden, in denen auch andere Kulturrichtungen und Gattungen stattfinden und dadurch attraktiv für Menschen sein. Menschen sind soziale Wesen, sie suchen die Begebung, sie suchen die Begegnung, sie suchen die Anregung, die Überraschung, den Austausch. All das könnten wir, da könnten wir einen Beitrag mit leisten, Innenstädte attraktiver zu machen. Und das wäre ein Ansatz von uns für die Zukunft, daran gemeinsam mit der Politik zu arbeiten. Bei den politischen Rahmenbedingungen, da möchte ich nur auf einen Punkt hinweisen. Das machen wir öfter, aber es ist ein ausgesprochen wichtiger Punkt. Natürlich versuchen wir auch, Alternativszenarien zu entwickeln, aber das Urheberrecht ist das Recht, was überhaupt es ermöglicht, dass Verlage und Autoren zusammenarbeiten und damit wertvolle kulturelle Vielfalt auf den Markt bringen. Wenn das sich nicht wirtschaftlich lohnt, dann kann man von einem Verlag nicht verlangen, dass er für nichts etwas erarbeitet. Und da ist unsere dringende Bitte an die Politik und die Aufforderung, das Urheberrecht zu respektieren. Wir mussten leider in den letzten Jahren feststellen, dass das Urheberrecht kontinuierlich abgebaut worden ist. Das Urheberwissensgesellschaftsgesetz, gerade aus den letzten Jahren, ist eines der weiteren Beispiele dafür, wie stark Verleger, ich sag's mal untechnisch, enteignet werden von den Leistungen, die sie selbst erbringen. Das wäre zu den politischen Rahmenbedingungen so das, was dringend zu sagen wäre. Genau, wir sind ja auch 3 Monate vor der Bundestagswahl, also dieser Appell geht direkt nach Berlin. Ja, herzlichen Dank, Herr Skibis, für die Ausführungen. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können gerne Fragen stellen. Wir freuen uns darauf, Sie zu beantworten. Wenn Sie hier im Saal sind, melden Sie sich. Und wenn ich Sie dann aufrufe, kommen Sie bitte an dieses Standmikro hier und sprechen Sie dann auch erst dann, wenn Sie dort sind, damit alle ZuschauerInnen am Livestream Sie auch mithören können. Und wenn Sie am Livestream uns verfolgen, finden Sie direkt unter dem Livestream eine Eingabemaske, wo Sie ganz unkompliziert Ihre Frage eingeben können. In beiden Fällen sagen Sie kurz, wer Sie sind und für welches Medium Sie da sind. Ja, Herr Schröder, gerne. Ja, genau. Christoph Schröder, Zeit Online. Nehmen Sie es lieber ab. Dann genau. Zeit Online, erstmal schöne Grüße an Frau Schmidt und gute Besserung. Danke. Eine Frage, weil das auch auf dem Papier draufsteht. Es kam ja vorgestern die Pressemeldung raus, dass die Frankfurter Buchmesse auch als Präsenzbuchmesse stattfinden soll und wird. Erstmal die Sportreporterfrage, wie wichtig ist diese Präsenzveranstaltung für die Gesamtentwicklung der Branche in diesem Jahr und wie betrachten Sie Stand heute die Chancen, dass diese Messe, die ja schon abgespeckt und reduziert ist aufgrund der Hygienevorschriften, dass diese Messe auch so tatsächlich stattfinden kann, wie sie jetzt geplant ist? Ja, vielen Dank. Also die Wichtigkeit einer Präsenzmesse ist einfach nicht zu überschätzen. Das ist das Schaufenster zur Buchbranche. Wir gestalten ja auch mit dieser weltgrößten Buchmesse in Frankfurt den internationalen und den nationalen Buchmarkt. Also ohne eine Buchmesse wäre und entwickelt sich die Buchbranche ganz anders. Also die Wichtigkeit ist nicht zu überschätzen. Es ist eine enorme Wichtigkeit. Und wir sehen das auch an den ständigen Kontakt, vor allen Dingen mit den Verlagen, aber auch mit den Buchhändlerinnen, die dringend fordern, dass wir diese Messe wieder veranstalten, weil sie fehlt. Sie fehlt unmittelbar dann als Umsatz in der Kasse. Aber auch wichtig, Gestaltung des Buchmarktes weltweit. Und insofern, also das ist eine ganz enorme, hat eine ganz enorme Bedeutung. Deswegen haben wir auch schon im letzten Jahr versucht,
das in irgendeiner Form hinzubekommen, auch eine physische Messe zu machen. Jeder weiß, die Pandemieentwicklung war dann eine andere. Es hat nicht funktioniert. Wir haben eine digitale Messe gemacht, die aus meiner Sicht sehr respektable Ergebnisse gezeigt hat und sehr respektable Kommunikation unter den Teilnehmern am Markt ermöglicht hat. Aber es war natürlich keine richtige Buchmesse, keine Frage. Und die Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also wir planen diese Messe, wir werden sie durchführen. Es gibt ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. Es gibt Abstandsvorschriften, Registrierungsvorschriften. Auf die Buchmesse kommen nur diejenigen mit den drei goldenen Gs, getestet, genesen oder geimpft. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, diese Messe auch durchzuführen. Dankeschön. Frau Schulmeierich, Sie haben sich gemeldet. Darf ich? Ja. Claudia Schulmeierich, Weltexpresso. Ich würde gerne wissen, haben im letzten Jahr mehr Buchhandlungen geschlossen als sonst und wie viel gibt es überhaupt? Und ich frage deshalb nach den Buchhandlungen, weil meiner Meinung nach eine zwiespältige oder eine widersprüchliche Situation sich entwickelt hat. Ich hänge das mal auf an dem Lesefest in Frankfurt. Frankfurt liest ein Buch. Da sind zum ersten Mal kaum Buchhandlungen dabei, was sicher auch an der Kurzfristigkeit liegt, in der also eben das Fest jetzt doch noch möglich gemacht wurde. Stattdessen Sozialstationen, Kirchen, ganz viel Gaststätten, ganz viele Orte, die sonst mit Büchern eigentlich nichts zu tun haben. Das heißt, das ist ja eine positive Entwicklung, dass dort etwas stattfindet, weil es neu ist, dass Bücher in dem Rahmen eben eine Rolle spielen. Und gleichzeitig aber widerspricht es sozusagen der Tendenz, dass die Buchhandlung in der Innenstadt das Zentrum ist. Eigentlich müsste man sagen, das Buch soll ein Zentrum sein, egal wo es ist. Dass Sie den Buchhandel vertreten, ist ja klar, aber Sie vertreten auch die Bücher. Von daher meine Frage. Also zum einen ist es natürlich enorm erfreulich, dass das Buch sozusagen auch in anderen Bereichen, sag ich mal, promotet wird. Ich wäre vorsichtig, jetzt aus dieser Momentaufnahme auf eine Entwicklung zu schließen. Also wir haben diese Pandemie, wir haben die Buchhandlungen, die aus meiner Sicht Enormes geleistet haben in dieser Zeit. Sie haben auch ums Überleben gekämpft. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, warum die Beteiligung im Moment an diesen Dingen relativ gering ist. Aber ich würde mal sagen, das ist eine Momentaufnahme und daraus eine Tendenz abzulesen, würde ich jetzt noch nicht wagen. Zu Ihrer Frage, wie sieht es aus mit den Schließungen bei den Buchhandlungen? Also wenn überhaupt, ist das in einem völlig geringen Anteil. Wir können das gar nicht genau sagen, aber wir sehen das jetzt, sag ich mal, bei unseren Mitgliedern, dass da eigentlich nichts wirklich nachvollziehbar ist, das mit der Corona-Pandemie irgendwas zu tun hat. Also insofern, wenn überhaupt, dann ist das sehr, sehr gering. Genau, und also es gibt immer noch rund 5000 Buchhandlungen in Deutschland, große, kleine. Das ist so die Buchhandelslandschaft, die wir hier auch haben. Weitere Fragen von Ihnen hier oder auch im Chat? Da ist es noch ein bisschen ruhig gerade. Haben Sie hier im Raum noch etwas, was wir für Sie beantworten können? Nutzen Sie die Gelegenheit. Ja, gerne. Machen Sie. Brigitte Scholte ist Deutschlandfunk. Ich würde nur ganz gerne von Ihnen wissen, Sie haben in den vergangenen Jahren ja immer gesagt, es gab so den einen oder anderen Bestseller oder einen, der die Umsätze getrieben hat. Gab es das im letzten Jahr auch oder ist das schwieriger gewesen, eben weil die Buchhandlungen zum Teil geschlossen waren? Also einen Bestseller, der das getrieben haben könnte, gibt es meines Wissens nicht. Ich habe hier eine Liste der meistverkauften Titel in 2021, aber das ist etwas, was, wo ich jetzt nicht sagen würde, ablesen könnte, da gibt es einen Bestseller, der das betrieben hat. Haben Sie denn vielleicht die
die meistverkauften Titel, also welcher Titel ist denn am meisten verkauft worden letztes Jahr und vielleicht schon dieses Jahr? Okay, das kann ich sagen. Der meistverkaufte Titel im ersten Halbjahr 21 ist von Juli C. über Menschen. Und in 20, also im letzten Jahr, war es von Sebastian Fitzek der Heimweg. Das waren die beiden meistverkauften Titel. Aber wie gesagt, nicht der eine Bestseller, der den ganzen Markt getrieben hat. Und wie man eben an dem stabilen Markt sieht, ist, dass eben sozusagen die Bücher ihren Weg zu den KundInnen gefunden haben und eben Buchhandlung und Verlage eben über verschiedene Wege auch die Bücher vertrieben haben. Ja, ich habe hier eine Wortmeldung. Kommen Sie bitte gerne ans Mikrofon. So, ja, Friederike Meyer von der Frankfurter Rundschau. Sie hatten eben von einem Orientierungssystem gesprochen, um die LeserInnen zu den Büchern zu bringen, an dem Sie arbeiten. Auf welcher Ebene, also kann ich mir das vorstellen, wie eine neue Online-Suchmaske oder also auf welcher Ebene wird das passieren sozusagen? Ja, die Ebene sind die, sag ich mal, Suchworte und die Begriffe, nach denen Leserinnen und Leser ein Buch finden. Das heißt, es baut eher auf eine emotionale Basis auf. Aber die Details würden wir Ihnen gerne zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Genau, also das ist ja eine neue Kategorisierung, die Lesemotive heißt. Wir haben ja sonst die Warengruppen, also Belletristik, Sachbuch. Man hat aber einfach auch gesehen nach Quo Vadis, dass die Menschen aber nach etwas anderem eigentlich oft suchen. Also sie haben ein Bedürfnis und sie suchen nicht zwingend nach Sachbuch. Das sind die Vielleser sozusagen. Und deswegen gibt es da eben jetzt neue Kategorien, die Lesemotive, die dann eher dann nach dem Motiv gucken, warum man denn liest. Will man unterhalten werden? Will man Nervenkitzel? Will man Wissen erleben? Und das ist eben in der Entwicklung gerade, wie es Skippes sagte, und wird demnächst ausgerollt. Zur Ergänzung noch, genau. Weitere Fragen? Hier. Darf ich noch eine? Klar. Sie können noch eine. Nutzen Sie die Gelegenheit. Ja, eigentlich habe ich diese Frage schon lange. Und zwar auf Ihrer Seite Umsatzanteile nach Warengruppen. Was ist eigentlich ein Sachbuch? Was unterscheidet das Sachbuch von Naturwissenschaften oder anderen? Ist es die Wissenschaftlichkeit? Natürlich frage ich auch wegen der gegenwärtigen politischen Debatte um ein Buch. Aber grundsätzlich, wo ist die Grenze vom Sachbuch zum anderen Buch und wo ist zum Beispiel Geschichte und Politik? Denn hier sind die Naturwissenschaften, es ist die Kunst, das sind alle möglichen Themen, aber Politik und Geschichte ist nicht gesondert ausgewiesen. Also Politik und Geschichte ist auch ein Sachbuch. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr das erste Mal den Deutschen Sachbuchpreis ausgelobt, weil wir damit auch zeigen wollen oder damit eine Debatte in der Gesellschaft anregen wollen über Dinge, die uns bewegen oder bewegen sollten, etwas zu diskutieren und auszutauschen. Und das bedeutet also, oder sage ich mal, der generelle Unterschied zwischen Sachbuch und Belletristik, Belletristik ist Fiction, das heißt also in Anführungsstrichen Erfindung. Und das Sachbuch ist das Buch, das sich mit einem Sachverhalt beschäftigt, aber jenseits eines wissenschaftlichen Sachbuches. Und dieser Übergang ist sehr fließend, ob es sich jetzt um ein rein wissenschaftliches Buch handelt oder um ein Sachbuch. Ein Sachbuch wendet sich auch an den großen Kreis des Publikums, während sich ja das wissenschaftliche Buch eher an eine wissenschaftliche Community richtet. Habe ich das so? Also Geschichte und Politik wäre bei Geisteswissenschaften dann, wenn es wissenschaftlich ist. Wenn es wissenschaftlich ist, ist es Geisteswissenschaften und ansonsten eben Sachbuch. Diese Kategorien ist die Warengruppensystematik und es ist so, dass der Verlag dem Buch immer genau eine Warengruppe mitgibt.
Und da letztendlich entscheidet immer jeder Verlag, ist das jetzt ein Sachbuch, richte ich mich an eine breite Zielgruppe oder ist es ein Fachbuch, gliedere ich es eher dort ein sozusagen. Und vielleicht eben später, auch mit der zusätzlichen Kategorie der Lesemotive, würde man aber eher danach gucken, will ich irgendwie mir Wissen anreichern, will ich entdecken oder sowas. Und das wäre eben eine zusätzliche Kategorie, die nicht mit dieser unbedingt übereinstimmen muss sozusagen. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich gucke gerade, der Chat ist heute etwas ruhig. Anscheinend haben wir schon sehr viele Fragen auch beantwortet. Es bleiben wenige offen. Wir könnten noch eine Frage hier aus dem Publikum haben, wenn Sie noch eine haben. Aber muss auch nicht sein. Gut, okay. Dann sage ich vielen Dank erstmal an Herrn Skipis, dass Sie, ja, danke an Sie die Zahlen heute vorgestellt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Schön, Sie mal wieder persönlich gesehen zu haben. Und ich danke allen ZuschauerInnen am Screen, mobil unterwegs, wo Sie sind. Schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Gucken Sie jetzt ab 12 Uhr auf die Seite www.börsenverein.de/buchmarkt, denn da finden Sie alles nochmal zum Nachlesen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag, einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute.